Hallo und herzlich willkommen hier bei Amüsiertablette mit euren Crunchcow. Wie versprochen, wollten wir uns ja mal an eine Online-Saison machen. Wir wollten mal ein klein wenig Spiele machen. Dazu hatte ich in der Vorbereitung in der letzten Folge ja schon ein bisschen was erzählt gehabt. Wir haben ja hier unsere aktive Mannschaft, unsere Bundesliga-Mannschaft. Da gucken wir mal ganz kurz drauf, wie aktuell so der Stand der Fitness ist, weil manchmal, naja, es ist nicht so lohnenswert, wenn man viele Spiele hintereinander macht, ist die Fitness natürlich ein bisschen runtergegangen. Und wir wollen ja, dass unsere Mannschaft hier fit ans Werk geht. Da sehe ich zum Beispiel, dass wir hier 79 Punkte, der wird wahrscheinlich zur Halbzeit dann auch schon ein bisschen platter sein. Hier könnten wir also rein theoretisch auch mal ein Verbrauchsobjekt anwenden, das heißt mal die Fitness ein bisschen stärken. Wie man sieht, habe ich, wie auch in der letzten Folge genannt, noch nicht so viele Karten. Hier reicht eine Bronze-Spieler-Fitness aus. Die goldenen, ich weiß gar nicht, wann man die mal benutzt, benutze ich auf der PS4 auch nicht so viel. Da ich eigentlich meine Spieler nie unter 70 Fitness kommen lasse, damit sie einfach für die Matches wieder gut drauf sind. Also wie gesagt, wir wollen einfach mal ein Spiel bestreiten, hier mal rauf gucken. Wie gesagt, die Spieler sind alle nur noch auf der Basis ausgerichtet. Das heißt, sie haben jetzt irgendwie nicht zufällig irgendwie plus Schuss, plus Tempo oder irgendwie sowas. Ich habe sie also mit keiner Karte ausgerüstet zusätzlich, die noch Boni drauf gibt. Wir gucken uns das also einfach mal so an. Ich benutze einen Xbox 360 Controller hier für den PC. Liegt ein bisschen ungewöhnlicher in der Hand als vielleicht so ein PS4-Controller. Ist halt alles ein bisschen wuchtiger. Aber die Steuerung bleibt sich im Grunde ja genau dieselbe. So dass ich davon ausgehe, dass wir hier ein schönes Spielchen haben. Ich habe schon mal zwei Spiele gemacht und geguckt, okay, wie läuft's? Kann ich das so noch auf dem PC? Es ist ja doch ein bisschen von der Engine her ein bisschen was anderes. Aber das funktioniert. Das waren jetzt die letzten beiden Siege, die wir hier unten noch sehen. Das habe ich einfach mal Probe gespielt, zu gucken, okay, was ist so. Mehr Spiele habe ich auch noch gar nicht gemacht. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein, gucken uns das Ganze hier mal an und schauen mal, ob wir einen Gegner finden, der bereit ist, gegen eine 79er-Wertung Bundesliga-Mannschaft zu spielen. Beim letzten Mal hatte ich damit so meine Probleme. Da habe ich nämlich erst nach dem dritten oder vierten Versuch habe ich es geschafft, einen Gegner zu finden, der hier sozusagen im Matchmaking-System mir zugeordnet wurde. Das war schon ein bisschen zeitraubend. Und hier schauen wir einfach mal, wie schnell es diesmal geht. Es ist jetzt noch relativ früh am Mittag, sodass ich hoffe, dass der ein oder andere Gegner hier auch kommt. Das sieht schon mal ganz gut aus. Hier haben wir einen Gegner, gegen den wir spielen können. Schauen wir mal, wie das aussieht, was er für eine Mannschaft hier ins Rennen wirft. Verona, italienischer, auch ein bisschen gemixt, würde ich jetzt mal sagen, Bundesliga-Mannschaft. Die Chemie ist nicht die beste, da ist so Bundesliga mit dabei, habe ich gesehen, da ist auch englische Spieler mit dabei. Eins vorweg, wundert euch nicht, dass ich hier englische Sprachausgabe habe. Die deutsche ist einfach, sie ist einfach nicht die beste, bietet nicht die zusätzlichen Sachen. Hier bei der englischen zum Beispiel, da wird auch mal von anderen Spielen aus berichtet, das ist der deutschen noch weit unterlegen. Gucken wir es uns mal an, ich hoffe der Sound, der passt halbwegs so. Wir spielen mit den Farben von Hertha BSC, also in blau-weiß. Und erstmal beginnt hier so eine kleine Abtastphase. Oh. Das Klären ist immer so eine Sache. Ich sehe viele, die nicht sauber klären hinten und dann auch entsprechend das Ganze verlieren können, also diesen ganzen Ballbesitz dann noch verlieren. Bei mir geht's noch. Ich stelle mich dann auch nicht so doof an, glaube ich. Oh, das war ein bisschen weit. Und das erste Mal gibt es eine Änderung beim Gegner. Zumindest hat er auf Pause gedrückt. Vielleicht auch versehentlich. Ja, so versehentlich sieht es nicht aus. Gönnen wir ihn also mal die kleine Ruhephase. Ja, weiter geht's. Wie gesagt, meine Sturmspitzen, die Juve und Ramos, ansonsten im 4-4-2-System läuft das eigentlich so ganz gut.
Man sieht, kann er jetzt auch eben mal ganz grob durch unsere Abwehr latschen, was jetzt nicht so cool ist. Aber jetzt müsste dabei was rumkommen. Oh, vielleicht auch nicht. Schade, schön gespielt eigentlich. Oh, da dachte ich nicht, dass er da nochmal drankommt. Ah, da wollte ich zu viel. Jetzt hier sicher klären, ist sehr wichtig. Naja, sicher geklärt war das jetzt auch nicht. Ah, ich bin noch zu wild in meinen Vorstößen, die ich hier habe. So, jetzt können wir Ramos schicken. Kopfbälle sind hier immer sehr wirksam. Wie man sieht, war auch der gar nicht so schlecht. Aber mein Gegner hat ihn gehalten. Also über die Außen bringt es hier bei FIFA immer irgendwie. Damit habe ich jetzt selber nicht gerechnet. Da war ich jetzt selber so überrascht. Mein rechter Verteidiger macht einfach mal mit. Warum auch nicht. Und über die Außen wieder mal Kopfball. Ich habe eigentlich gesehen, dass ich jetzt dran war zuletzt, aber... Oh! Jawohl, da war's. Durch Hummels. Ja, bei mir schießen die Verteidiger die Tore. Und nicht die Stürmer. Hier sehen wir es nochmal. Schöner Kopfball. Also, gerade bei FIFA 14... Über die Außen, über Kopfbälle kann man hier verdammt viel reißen, im Gegensatz zu FIFA 13. Das ist schon extrem mächtig. Oh, das war wohl ein bisschen zu weit. Da habe ich mal gegrätscht. Nicht schlecht. Jetzt kann man hier zum Beispiel, kann ich relativ flicks... Mit den Außen, mit den Stürmern kann ich hier an die Außen gehen, kann dann reinflanken und das sieht dann auch immer mal ganz gut aus. Nur in diesem Fall hat es leider nicht die Wirkung gehabt. Das war auch, glaube ich, sein eigener Spieler. Und hier wollten wir es dann machen und haben es dann nicht gemacht. So, schauen wir mal wieder über die Außen, wieder über meine Verteidiger. Und über Ramos. Über Ramos, mein kleiner Flügelflitzer. Der hat es gemacht. Bin selber ein bisschen überrascht, dass so ein Kopfball hier reingeht. Ich dachte eigentlich, ich stehe ungünstig. Aber ich habe anscheinend hier den Verteidiger von ihm so bedrängt, dass ich ihn reingemacht habe. Man merkt auch, dass es zwischendrin immer mal wieder Frame-Abbrüche gibt, Ruckler gibt. Ich weiß nicht, ob es an meiner Verbindung liegt oder an dem vom Gegner. Seine Pässe sind aber leider auch nicht so genau. Hier wieder über die Außen spielen. Hier war ich wieder zu flott unterwegs. Wir schicken nochmal in Ramos. Hat aber leider nichts gebracht. Ja, wie gesagt, ein bisschen einspielen konnte ich mich ja zum Glück doch. Ob es was gebracht hat, ich weiß es nicht. Es kommt auch immer so ein bisschen auf die Gegner drauf an, ne? Wie spielen die? Es kann auch durchaus mal vorkommen, dass es Gegner gibt, die jetzt halt nicht so stark sind. Oder auch gerade erst angefangen haben, das zu spielen. Das kann dann alles so schlecht sein. Immer aus der Ferne abgezogen, hilft aber auch nichts. Ich weiß auch nicht, ob er sich jetzt seinem Schicksal ergeben hat hier. Zwischenzeitlich, weil so richtig Gegenwehr ist da jetzt auch nicht mehr vorhanden. Ah, so ein Schuss platziert unten. Ist eigentlich ein Linksfuß, hat als aber nicht den höchsten Schusswert. Sodass man jetzt auch nicht sagen kann, jo, das ist es. So, jetzt ziehen wir hier nach unten oder nach innen und dann machen wir es nicht. Sagst du. Aber nochmal eine Ecke. Und wie gesagt, Ecken sind hier schweinestark. Aber müssen halt auch erstmal kommen, bevor sie schweinestark sind.
Na, da wollte er mich überrumpeln. Hat es auch irgendwie im Nachhinein geschafft. So, jetzt habe ich ihn hier aber ausgespielt. Jetzt müssten wir mit Diouf eigentlich gehen. Geht gerade nicht. Nehmen wir Caligiuri mit. Aus dem linken Mittelfeld und hoffen wir mal auf eine gute Flanke. Die kommt, aber nicht genau genug. Ja, und da lasse ich mich natürlich wegziehen. So, draußen gespielt. Shaqiri ist halt auch ein richtiger schöner Flügelflitzer, der richtig schön schnell ist. Und leider kommen da allerdings nicht so die Flanken an, wie ich es mir wünschte. Aber weil es jetzt einmal nicht geklappt hat, muss es ja nicht sonst klappen. Ja, in PC-Version kommt mir das manchmal sehr starr vor, das Spiel. Kann mir aber auch nur so vorkommen, weil ich jetzt auch eine Weile nicht mehr FIFA gespielt habe, auch auf der PlayStation nicht. So, das funktioniert hier über die Außen. So, jetzt bringen wir ihn rein und dann machen wir ihn rein. Oder auch nicht. Hat nicht so gut geklappt. Er versucht sie über viele lange Bälle, den nach vorne zu kriegen. Klappt nicht so gut. Jetzt ziehe ich mal hier von hier aus ab. Die Keeper lassen relativ viel immer noch nach außen abprallen, wenn man mal in den 16er eingedrungen ist. Da freue ich mich, so einen Neuer mit hinten drin zu haben, der auch dann nochmal eben schnell nachfassen kann. Oh, da hat er mich angeschossen. Mein Glück. Oh. Ja, na gut, das war nichts. Und erste Halbzeit um 2:0 Führung. Es läuft. Es läuft sehr gut. Hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so schnell in Führung gehe. Müsste auch mal gucken, ob ich was auf der Ersatzbank habe, ob ich was auswechseln müsste. Aber es sieht nicht danach aus. Das sieht noch alles gut aus. Das ist eben der Vorteil, wenn man dann mal doch die Leute über die 70 wieder an die 90 Fitness ranbringt, an die 99 Fitness, dann läuft das insgesamt sehr gut. Dann sind die auch nicht müde, dann passiert da auch nichts weiter, ne? Also das ist schon sinnvoll. Ah, da wollte ich gerade nach oben spielen und habe mich schön austanzen lassen. Jetzt muss man aufpassen, dass der nicht nach innen zieht. Da war ich zuerst dran. Oh, er spielt hier auch ein bisschen aggressiver, wie mir scheint. Ah, da wollte ich ihn nach innen ziehen. Ah, das klappt hier noch so. Ich mir das vorstelle. Doch. Oh. Oh, was ein schönes Ding. Oh, das hat mir gefallen vom Spielzug her. Das war schön. Schön rein, direkt abgenommen und auch drin. So was sehe ich selten. Juh. Da hat sich erstmal hingelegt. Ausgeruht. Da kann er laufen. Da sind sie wieder, die Schnellen, ne? Das sieht man. Wenn man jetzt noch abziehen. Ja. Schnell sind sie. Ich habe es auch zur Vorbereitung der letzten Folge schon gesagt, dass die Schusswerte dafür nicht so optimal sind. Hat man, glaube ich, auch hier ganz gut gesehen. Die sind nicht so das Optimum. Aber trotzdem, 3-0, da kann man was machen mit. Und es klappt auch hier noch mit der Vorarbeit. So, wenn wir jetzt hier wieder außen ziehen und jetzt wieder eine Flanke reinbringen, müsste das klappen. Hat er sich erstmal selbst hier fast ein Tor eingeschenkt. Sah gut aus. Hab ich mir selber vorgelegt. Schön. Oh, da zieht er. Ja, da muss ich jetzt was machen und am besten klären.
Wie gesagt, einige klären durch Pässe. Ich bin da nicht so der Freund von. Weil klar, durch Pässe kann ich wieder einen Spielaufbau finden, ne? Aber wenn ich dann mal falsch passe, und das kann sehr häufig vorkommen, dann habe ich auch gleich wieder für meinen Gegner was vorbereitet. Und das ist dann nicht so schön. Oh. Kein präziser Schuss, kein schöner Schuss, aber hat ausgereicht, um den Gegner ein bisschen zu verwirren. Ah, das war nichts für den Gegner. Oh, wäre der durchgekommen, hätte ich mich auch gewundert. Ah, ich habe sehr, sehr starke Verteidiger. Das abseits, aber es war trotzdem zu ungenau. Es läuft. Würde ich jetzt noch einen drauflegen, wäre es noch ein bisschen besser, dann wäre ich noch ein bisschen sicherer, aber ich glaube, das ist auch so schon ein enormer Vorsprung. Na, komme ich da durch? Oh, jetzt habe ich noch gleich mal die andere Taste vor Aufregung mitgedrückt. So, sagst du, da schicken wir mal jemanden. Oder laufen einfach mal ein bisschen durch. Naja, schicken wir Ramos. Und treffen mal eben den Pfosten. Nein, verdammt. Ja, war trotzdem ein schöner Angriff. Ja, Sebastian Jung immer mit dabei. Das Problem daran ist, dass er eigentlich auch mein rechter Verteidiger ist. Und ich es sehr schön finden würde, wenn er auch diese Aufgabe nachgehen würde. Aber es ist eben, einige haben ein größeres Auftreten, also eine größere Wirkbreite als andere. Es gibt viele Verteidiger, die gehen auch nochmal mit nach vor. Alaba gehört da zum Beispiel auch mit dazu. Und das ist auch ein Spieler, der immer liebend gerne nochmal ein bisschen nach vorne geht. Da auch nochmal einen schönen Spielzug mitmacht und auch da sehr gute Vorbereitung liefert. Jetzt ziehe ich einfach mal rein und senke ihn den einfach unter die Latte. Für mich sah der aus, als wenn der rüber geht, aber es hat funktioniert. Mal nach innen zu ziehen und einen kleinen, schönen Schuss da reinzusetzen und schon steht es 4-0, und so hatte ich mir das dann auch gewünscht, dass wir da ein bisschen im Vorteil sind. Schönes Polster haben wir. Ich habe auch schon Spiele, da hatte ich 3-0 geführt, und es mag meine mangelnde Aufmerksamkeit gewesen sein oder was weiß ich. Fußballgott, der mochte mich nicht. Ich habe dann noch 3-3 gespielt oder tatsächlich noch 3-4 verloren. Sehr unangenehme Situation. Vor allen Dingen, weil ich würde darüber als Gegner auch dann entsprechend herzlichst lachen, weil man macht 80 Minuten lang ein schönes Spiel, man spielt wie ein junger Gott, und dann plötzlich spielt man, als hätte man FIFA das erste Mal in der Hand. Und ja, das ist dann immer ein bisschen peinlich. Ich glaube, hier bleibt uns diese Peinlichkeit dann doch erspart. Und hier können wir quasi unseren Aufstieg. Oh, da hat er seinen Torwart rausgeholt, und das war gar nicht schlecht. Also ich fand es zumindest nicht schlecht, dass er hier mal ein bisschen was sich getraut hat. Wir kommen ja auch ohne Fouls aus. Es ist ein sehr schönes Spiel. Das schickt er natürlich nicht den, der läuft, sondern am besten den, der direkt neben ihm steht. Hier hatte ich jetzt mal ein bisschen anders geklärt. Ah, jetzt wollte ich ihn schicken. Oh doch, daneben gegriffen. Wie er den geklärt hat, ist mir jetzt gerade auch ein bisschen unerklärlich. Es sah fast auch schon wieder so aus, als würde er da ganz gerne ein Eigentor schießen. Oh, abgefälscht. Ecke oder? Nee, Abschluss. Ja, das ist gelaufen, die Sache.
Da kann er nichts mehr ändern dran. Oh, was war das denn? Oh, das war gar nicht so schlecht. Aber, schauen wir mal. So, also wie gesagt, relativ sicherer Sieg. Nochmal zurückspielen, nochmal eine Flanke rausgeben. Ah, schade. Da dachte ich, da könnte ich mal einen Angriff setzen. Aber es hat funktioniert. Sieg 0-4. Und auch gar kein schlechtes Spiel. Trotz, ich sag's ja immer, wir haben keine Top-Mannschaft, keine krasse Mannschaft. Ne? Er hat dafür viele, viele tolle Namen eigentlich bei sich drin. Aber kaum Chemie, das hat so halt noch nicht so richtig funktioniert. Ja, aber trotzdem, wir können hier mit unserem Auftritt zufrieden sein. Ich bin damit sehr zufrieden. Die Mannschaft ist so, wie sie ist, schon ganz stark. Klar, der Sturm, so schnell wie sie auch sind, so wenig Zielwasser haben sie auch getrunken. Also ich sag mal, Ramos und Diouf sind halt wirklich Flügelflitzer. Treffen bei mir aber vielleicht nicht so häufig. Wir haben hier Shaqiri war mit dabei, Gentner war mit dabei, sind alles so die aus dem Mittelfeld nochmal mit nach vorne kamen. Wir hatten dann den Hummels als Innenverteidiger mit dabei, der Tore geschossen hat. Ja, ist halt nicht so das beste Sturmtrio. Da machen wir vielleicht sogar auch nochmal ein bisschen was, wenn wir mal dann doch nochmal Goldpacks hier ziehen. Schauen wir doch einfach mal, wie sich das so auswirkt. Ich würde sagen, das war's soweit erstmal von meiner Seite aus. Wir schauen uns hier nochmal ganz kurz an, welche Auswirkungen das hat. 10 Punkte, damit ist uns der Aufstieg schon mal sicher. Nur noch 3 Punkte bis zum Ligatitel. Dann kriegen wir auch noch ein paar Münzen damit dazu. Ich würde sagen, beim nächsten Mal schauen wir mal, ob wir da auch den Ligatitel schaffen, ob wir das so hinbekommen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, hier reinzugucken. Würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Einen schönen Tag euch noch. Bye.